Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Behind the Scenes. Heute geht es nicht nur um den Fohlenshop, sondern um den gesamten Bereich Merchandising. Und deswegen bin ich verabredet mit dem Abteilungsleiter Andreas Schumacher. Ach, ich habe keine Uhr, ich gehe rein. Schumi, Tag. Hallo, Cliffy, grüß dich. Was genau ist Merchandising? Merchandising sind vor allem erstmal ganz, ganz viele Fanartikel, die ja über mehrere Produktionsschritte, über mehrere Fachbereiche bei uns im Merchandising entwickelt werden, in den Verkauf gehen, gelagert werden. Und dann hoffentlich auch verkauft werden. Ich habe hier gerade was gesehen, das ist total süß. Du hast gerade von Entwicklung gesprochen. Wie wird sowas entwickelt? Es ist in der Regel so, dass Lieferanten auf uns zukommen, die solche Produkte in irgendeiner Art und Weise schon produzieren. Auf der anderen Seite überlegen wir uns im Team auch, was könnte denn das richtige Produkt für Borussia Mönchengladbach sein und gehen dann auf die Suche nach dem richtigen Lieferanten dafür. So, und jetzt will ich auch was tun. Kann ich irgendwas machen? Ich würde mit dem Flocken halt starten. Worauf muss ich denn jetzt achten, wenn ich das beflocke? Ja, man muss das Trikot gleichmäßig einmal über diese Platte ziehen. Dann platziert man die 8 relativ mittig. Relativ mittig, also ich würde es an deiner Stelle einmal umdrehen, damit die Raute, nee, ganz anders drehen. Einmal die Raute nach unten, dann ist die 8 auch richtig rum. Die ist doch unten. Ach so. So, und dann? Den Namen nach oben drüber. So. Wenn man es regelmäßig macht, ist es Routine. So, welcher Name ist der am häufigsten geflockt wird? Das ist aktuell Markus Thüram. Okay. Beziehungsweise der eigene Name wird auch relativ häufig beflockt. Das wäre. Muss ich das gedrückt halten? Nein, du kannst loslassen. Ich hab einen Krampf im Zeigefinger. Jetzt stehen wir hier vor den Trikots. Wie viele Trikots sind in dieser Saison insgesamt verkauft worden? Kann man das sagen? Ja, wir messen es eher am Jahr. In 2019 waren es 77.000 Trikots erstmalig auch. Und knapp 1 Million Fanartikel sind in Summe an die Fans ausgeliefert worden. Aha! Grigo, was machst du? Ich mache eine individuelle Tasse. Okay, sehr individuell. Man hat dir verraten, dass ich vorbeikomme im Merchandising. Dann leg mal los. Es sieht ein bisschen aus wie die orthopädische Abteilung, ist aber nur die Tassenbedruckstation. Das dauert jetzt so ungefähr 2 Tage, dann ist die Tasse fertig. Nein, dauert so ungefähr 1 Minute. Habt ihr eigentlich Uhren im Shop? Nein. Natürlich. Okay, es scheint doch ein bisschen länger zu dauern. Also während die Tasse hier fertig gemacht wird, gehe ich mal hoch zu Schumi. Bis später. Ja, wir schauen uns die ersten finalen Muster an der Kollektion, die jetzt im Mai wahrscheinlich veröffentlicht wird. Schauen, ob wir noch Dinge verbessern können, ob wir noch Dinge ändern müssen. Schauen uns auch gleichzeitig mal an, was kommt im Winter an neuen Mützen raus. Ja, das ist was ganz Neues. Also das haben wir so noch nicht gehabt. Hier sind so Reflektoren eingewebt und wenn man diese mit Blitz abfotografiert, dann hat das einen richtig, richtig coolen Effekt. Sehr cool, schon mal einen kleinen Einblick bekommen. Wir treffen uns im Lager und ich gehe gucken, was meine Tasse macht. Danke, bis später. So, ist sie fertig. Vorsicht, heiß. Nee, der Griff ist nicht heiß, der Rest schon. Und jetzt müssen wir es noch abkühlen. Ganz klassisch, ein Ventilator. Ist das jetzt nur für uns oder machen wir das immer so? Das machen wir immer so. Wie lange dauert das jetzt? Das kann ein bisschen länger dauern, 5 bis 10 Minuten. Ich klopfe jetzt mal, die Seele brennt. Da bin ich. Habt ihr das jetzt nur für unseren Dreh und weil Elton jetzt Sponsor ist oder muss ich wirklich Sicherheitsschuhe tragen? Die musst du wirklich anziehen, bitte. Muss ich nicht anziehen? Ich habe welche, sieht man zwar nicht, aber es sind wirklich Elton-Sicherheitsschuhe. So, das ist jetzt also das Lager, aber hier ist überhaupt keiner mehr. Den habe ich heute freigegeben, du bist ja da. Okay, und was muss ich machen? Ich würde jetzt mit dir Ware sichern gehen. Schumi, alle? Ja, alle. Und danach bitte Trikots auszeichnen, einmal alles falten und in 4 Stunden hole ich dich ab. Schumi? Die Tasse. Und, jetzt fertig? Ja, jetzt ist sie fertig. Also war noch ein bisschen heiß. Also schnell Kaffee rein. Eine Aufgabe habe ich noch für dich. Wir bräuchten noch 500 Schals für den Spieltag.